Ja, wir haben hier nochmal zusammengefasst, was wir unter Graduation Branding, also dem Markenwert des Abschlusses an der Universität des Saarlandes sehen und was wir befürchten. Zunächst einmal den Verlust der Marke, also sowohl die HTW als auch die Universität des Saarlandes hat natürlich eine Marke und hat mit ihrem Abschlussgrad auch eine Marke im Wirtschaftszweig des Saarlandes und auch in der Großregion geschaffen. Und dadurch wird natürlich durch eine unprofilierte Markenschaffung wird natürlich auch ein Markenverlust geschaffen. Ja, wir haben hier keine klaren Profile mehr. Wir hatten vorher die klar theoretisch ausgerichtete Universität, die einen hohen Stellenwert auf die theoretische und Forschungsarbeit legt. Und wir haben ein sehr praxisnahes Feld an einer Fachhochschule. Das wird durch eine Vermengung, kommt es zu einer Schnittmenge. Wir fragen uns, was die wirkliche Wertigkeit des Abschlusses ist. Frau Kröppel-Klein hat es gesagt, wir sprechen hier von einem B-Master, wenn eine Business School eingeführt wird. Das heißt, der Wertigkeitsverlust ist auch stetig und wir wissen nicht, wie die Leistungsorientierung aussieht. Also wie wird sich diese Business School anpassen? Wird dort ein Master-Absolvent auch die Chance haben, sich in der Forschung weiterzuentwickeln? Ja, wenn man das gleich nochmal betont, was Sie gerade gesagt haben, der Aspekt der Marke, das ist ein ganz zentrales Thema. Das kann man gar nicht deutlich genug machen. Und in den Interviews sind viele Sachen genannt worden, die wichtig sind. Man kann es ganz, ganz schnell kaputt machen, aber dann ist es kaputt. Und es braucht ganz, ganz lange, um es wieder aufzubauen. Das heißt, im Prinzip könnte man sich vorstellen, dass es eine Landesregierung oder eine Universitätspräsident schafft, innerhalb von 4 Wochen eine Marke kaputt zu machen, die über 30 Jahre entstanden ist. Das ist eine Verantwortung, der muss man sich stellen. Das Zweite ist die Idee, dass wir hier eine Fusion im weitesten Sinne haben. Wir versuchen, 2 Marken zusammenzuführen. Wenn man die Unterschiedlichkeit jetzt mal genau nimmt, sie sind unterschiedlich, hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Aber stellen Sie sich mal vor, wir würden statt BMW und Mercedes, wir würden die zusammenführen und würden eine neue Firma gründen, die nennen wir Würfel. Ja? Wer will statt Mercedes oder BMW, beides sind gute Marken. Ja? Aber was mache ich mit der Marke Würfel? Und dazu kommt noch die Idee, dass das Wort Business School, ich weiß gar nicht, wer Wissenschaftsrat das weiß, inzwischen inflationär genutzt wird. Das ist nicht geschützt, jeder kann sich irgendwie Business School nennen. Das heißt, selbst die kleine Sekretärin-Sekretärausbildung, um das mal richtig geschlechtsneutral auszudrücken, selbst die kann sich irgendwie Business School nennen inzwischen. Das heißt, wir haben hier eine Verwässerung in allen Ecken und das ist sowas von kontraproduktiv, dass ich mir also eigentlich nur vorstellen kann, dass der Wissenschaftsrat das Wort Business School irgendwo aufgeschnappt hat oder Professional School und ohne so wirklich zu wissen, was der hier eigentlich vorschlägt, das jetzt wieder gebetet hat. Die Frage ist halt auch, ob da vielleicht auch eine Absicht dahinter steht. Ich meine, was noch nicht klar definiert ist, kann man im Nachhinein auch noch formen. Ja, ob da eine Absicht dahinter ist. Und es gab ja heute auch ein Meeting und der Wissenschaftsrat hat sich ja schon geäußert in verschiedenen Gelegenheiten heute. Und da soll, was man so hört, es gibt ja elektronische Medien und viele andere Sachen, dieses schöne Wort, wir sind ja im Korsett der Erwartungen gesteckt. Wessen Erwartungen? Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es 2 Möglichkeiten, der Universitätspräsident oder die Ministerpräsidentin. Das heißt, einer von beiden hat eingeflüstert und das müssen wir halt einfach mal so sehen. Und da müssen wir jetzt überlegen, wie wir damit umgehen. Für uns ist natürlich schon ein Unterschied, wer von beiden hat eingeflüstert. Das macht natürlich schon einen deutlichen Unterschied, weil noch einmal, zur Zeit verlieren viele an der Uni. Die Studenten werden verlieren, die Professoren werden in beiden Einrichtungen verlieren. Und ich glaube, Sie haben noch einen Film drüber aus, nach dem Motto, wird das Saarland gewinnen? Und ich glaube, die Antwort ist nicht durchgängig positiv, wie wir gleich sehen werden. Nein, oder? Genau. Ja, das haben wir uns dann halt auch gefragt. Wir haben gedacht, gut, das ist einmal die Studentensicht, die Professorensicht auch. Aber was bedeutet das eigentlich für die Region, für die Unternehmen hier? Und vielleicht auch, wir haben das auch sozioökonomische Auswirkungen für das Saarland und die Region. Und zudem haben auch alle Rede und Antwort gestanden. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass auch universitäre Absolventen sehr gern nachgefragt werden. Unsere Absolventen finden in der Regel sehr schnell eine Arbeitsstelle. Auch die kurzfristige Reaktion der saarländischen Wirtschaft, die zu uns gedrungen ist, deutet darauf hin, dass auch die saarländische Wirtschaft sehr wohl
universitäre Absolventen der Wirtschaftswissenschaft benötigt. Der Begriff Katastrophe für das Saarland fällt permanent, egal mit wem man redet. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechnungswesen, verantwortliche Unternehmer, Vorstandsvorsitzende. Eine funktionierende Universitätslandschaft ist insbesondere für uns als Standort hier an der Saar mitentscheidend, überhaupt Mitarbeiter hierher kriegen zu können. Aber auch aus Perspektive für die Region. Es ist ja schon vielfach gesagt worden, dass das zu einem enormen Kaufkraftrückgang der Region führen würde. Ich glaube, die ganzen Besitzer von Studentenlokalen werden sich auch nicht freuen, wenn auf einmal 5000 Studenten hier weniger sind. Das ist selbstverständlich. Aber auch für das Miteinander der Menschen untereinander ist es wichtig, dass es in einer Region sehr viele junge und alte Menschen gibt. Und wir wissen ja, dass das Saarland vom demografischen Wandel sehr, sehr stark betroffen ist. Und von daher ist sozusagen, ja, sind die jungen Studenten eine wirklich notwendige Verjüngungsspritze. Und bei Realisierung des Konzeptes aus dem Bereich des Wissenschaftsrats kommt kein junger Mensch mehr freiwillig hierher, um Wirtschaft zu studieren. Die jungen Saarländerinnen und Saarländer werden abwandern. Und wenn man die demografische Entwicklung sieht, dass wir gerade demnächst um die klugen jungen Köpfe kämpfen müssen, unsere Wirtschaft, dann kann man das eigentlich nicht richtig nachvollziehen. Ich denke, das sieht die Wirtschaft so. Die Realisierung dieses Vorschlags hätte unabsehbare negative Folgen für das Saarland. Gut, also ich persönlich freue mich über die Initiative der Studierendenschaft, die ja auch einen Petitionsaufruf gestartet hat, um aus ihrer Sicht eben auch, und die sich aus ihrer Sicht vehement gegen dieses Business School Saarland-Konzept, / Gesamthochschulkonzept wendet. Und da freue ich mich also, dass möglichst viele Studierende hier schon das unterstützt haben und würde natürlich auch wünschen, dass das sozusagen noch von mehr Studierenden, vielleicht auch über die Studierendenschaft hinausgetragen wird und einfach auch mal im Land publik gemacht wird, was denn das eigentlich für das Saarland bedeutet und dann auch hoffentlich die Fachschaft hier noch mehr Unterstützer findet. Eine Vermengung dieser beiden Konzepte, Universität und Fachhochschule, in einer gemeinsam getragenen Business School würde in den drei Punkten, ich wiederhole es nochmal, eine Absenkung des Abschlussniveaus, eine Verteuerung der Abschlüsse und eine Verringerung der Studierendenzahlen in den Fächern für das Saarland bedeuten. Und das kann nicht im Interesse des Saarlandes sein.